Mann. Das ist mein Dicker. Alle, du kleiner Fettsack, was ist los mit dir, Bruder? Kleiner Fettsack, du alle. Was ist los, Bruder? Was ist los, ja? Was ist los? Was ist los, ja? Ganz links kommt Waschmittel rein und in der Mitte kommt Weichspüler rein. Waschmittel benutzt du ja selber. Weichspüler in der Mitte, eine Kappe. Und dieses Duftzeug kannst du ein, zwei Kappen einfach in die Waschmaschine schmeißen. Also nicht die ganze Kappe, sondern einfach nur das Pulver. Moin Freunde, so klingt das, wenn ihr eine neue Waschmaschine zu Hause habt, weil ihr der Auffassung wart, in eine Waschmaschine, die 7 Kilo Wäsche tragen kann, 7 Kilo trockene Wäsche reinzuwerfen, plus eine riesige Hundedecke, die, wenn sie nass ist, ungefähr 80 Kilo wiegt. Also ich habe ohne Absicht meine Waschmaschine geschrottet und jetzt wurde mir anscheinend von meiner Freundin gerade erklärt, wie ich meine neue Waschmaschine, die schon seit einer Woche läuft, zum Glück war sie da, anmache. Wenn ihr das auch kennt, dickes F in die Kommentarsektion. Ich habe meine eigene Waschmaschine kaputt gemacht. Scheiße. Ja, ging ein bisschen schief, Leute, kann passieren. Herzlich willkommen! Wartet, ich mache mir eben meinen Loot. Und weil das eben, ich mache da gar keine Werbung draus. Wir kommen sofort zum Thema, was sehr spannend ist. Wir gehen mal ein bisschen weg von COD. Wenn ihr Bock habt, irgendwie sowieso bei Loot zu bestellen, könnt ihr einfach aktuell meinen Code Chappy20 nehmen. Kriegt einen limitierten Chappy Shaker dazu. Freue mich sehr, dass das möglich war. Vielen Dank, Loot, und zum Thema, Leute. Tanzverbot war mit ganz vielen anderen Creatern, Leuten mit Fame, Leute, die wir alle kennen, auf dem großen Box-Event in der Lanxess Arena in Köln. Henki hat Chef Strobel fertig gemacht, Mickey TV hat gegen Trimax gelost und den ersten Kampf habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. War es Rumatra? Ich weiß es gar nicht. Nicht alle davon kenne ich und wenige davon gucke ich, aber Henki zum Beispiel, absoluter Ehrenmann, wohnt hier bei mir in Hamburg. Haben uns ja einmal schon getroffen, weil er für eine Spendenaktion ein T-Shirt unterschrieben hat, wo ich ihm ewig dankbar sein werde. Und hat noch Infinity-Handschuhe unterschrieben dazugelegt. Trimax wohnt übrigens auch hier bei mir. Es ist 4 Kilometer entfernt. Ich weiß sogar, wo er wohnt durch Zufall. Werd natürlich jetzt nicht einfach bei ihm klingeln, auch wenn ich schon mal überlegt habe, aber das mache ich natürlich nicht. Ich gucke ihn auch nicht. Ich habe da irgendwie nicht so viel Verbindung zu. Aber auf diesem ganzen Event war halt auch, Haptic war da, Kaiser war da, Stylus war da, also die gesamte COD-Community, die deutsche COD-Warzone-Streamer-Community und Monte war dabei, Knossi war dabei und auch Tanzverbot. Und ein Disclaimer, bevor wir da irgendwie drauf kommen, ich bin kein Tanzverbot-Fan, ich mag die Art von seinem Content nicht, ich habe ihn früher ein bisschen geguckt, da fand ich es eher anstrengend. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt auch genug von euch, die mich nicht mögen und trotzdem gucken. Alles in Ordnung. Es ist nur, damit ihr jetzt nicht denkt, irgendwie, ja, der liebt ihn sowieso oder er hasst ihn. Ich hasse ihn nicht. Ich gucke seine Sachen nur nicht. Habe aber sehr viel Respekt vor ihm gewonnen, als er sich in dieser Monte-Spielcasino-Stream-Geschichte eingemischt und da relativ normal seinen Standpunkt vertreten hat. Und ich fand das sehr, sehr stark. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, ganz wichtig, Leute, es ist nur meine Meinung und ich mache das hier auch ohne irgendwie Cuts oder ewig nachzudenken, sondern so, klar, ich habe heute schon am Tag ein bisschen drüber überlegt, aber Tanzverbot ist, und das zeige ich euch so währenddessen, auf diesem Event von einem, nennen wir ihn Fan erstmal, angegangen worden, weil er ein Autogramm oder ein Foto gerade nicht machen wollte. Und ganz ehrlich, Leute, na klar, da waren viele, viele Leute, die wir alle feiern. Da sind viele Leute, wo ich mich persönlich auch gefreut hätte, irgendwie ein Foto zu machen vielleicht. Autogramm, weiß nicht, ist jetzt nicht so meins. Aber man muss ja eins bedenken. Egal wie fame die Leute sind und egal ob da Elotrix mit 5000 Zuschauern sonst da rumläuft oder Haptic oder Montana Black oder es ist egal wer das ist, das sind am Ende immer noch ganz normale Menschen. Und die sind da zu ihrer privaten Unterhaltung, weil Kumpels aus der Community dort in so einem richtig coolen Box-Event gegeneinander antreten. Und jeder Fan hat einfach zu akzeptieren, das ist der erste Punkt zur Meinung, wenn einer von denen sagt, jetzt nicht,
Na klar, man kann, wenn man die da sieht, da konnten ja eben auch ganz normale Zuschauer rein, die mussten dann eben Karten zahlen für, keine Ahnung, 80, 90, 100 Euro, ist ja auch egal wie viel. Da konnten auch Zuschauer rein und viele Zuschauer hatten zwischendurch die Möglichkeit, mit den Creatern irgendwie Bilder zu machen, zu sprechen oder. Was war halt, eigentlich ist das kein Fan gewesen, der Tanzverbote angequatscht hat, sondern so eine Art Pavian für mich. Also auch wie er gesprochen hat und wie er sich gegeben hat. Darwin hat ja dargelegt, dass wir Menschen vom Affen abstammen und der Affe stammt von diesem Fan ab. So ungefähr könnte man das deklarieren. Und Tanzverbot hat dann ihm, als er gefragt wurde, gesagt, nee, jetzt nicht. Und dann ging der ganze Scheiß los. Oh, das ist sauer. Oh, lecker. So, also der ganze Scheiß ging dann los. Und die beiden sind aneinander geraten und haben sich gegenseitig fast verprügelt. Und Tanzverbot ist halt ausgerastet, in Anführungsstrichen. Und dann fiel sowas wie, du Hurensohn, du Wichser, hin und her, bla bla. Und die Security hat diesen Affen dann raustransportiert und Tanzi ist dann wieder in der Halle weiter verschwunden. Und ich habe jetzt gesehen, eigentlich wäre es für mich gar kein großes Thema gewesen. Oh, wartet. Frauchen ruft an. Okay, ich rufe sie gleich zurück. Eigentlich wäre das kein großes Thema gewesen, weil für mich war die Sache von Anfang an klar. Tanzverbot hat hier sein Persönlichkeitsrecht wahrgenommen. Ein Fan geht zu ihm und sagt, ey, Digga, und vor allem auf welche Art? Ne? Er geht hin und sagt, Digga, ich will ein Foto. So mit der Kamera schon in der Hand. Also ich weiß nicht, wie man so geistig umnachtet sein kann, dass man so auf jemanden zugeht. Und Tanzverbot, nee, ich will jetzt nicht. Also egal, wie er das sagt, Nein ist ein Nein. So, und der hat das nicht akzeptiert und fing dann an, du fetter Hurensohn und diese Primatenbeleidigung, sag ich mal. Nicht einmal Affen beleidigen sich so. Also das muss man sich auch vorstellen. Aber Teil unserer Gesellschaft nun mal. Auf jeden Fall habe ich jetzt auf Social Media, auf Twitter und überall gesehen, dass super viele Leute Tanzverbot die Schuld geben. Von wegen, du bist ein Vorbild und du bist da, dann musst du auch Fotos machen und dann musst du Autogramme geben und du musst freundlicher sein und du kannst ja einfach Nein sagen. Und wollte das irgendwie mal als Möglichkeit kurz nehmen und da irgendwie kurz zu sprechen und meine Meinung dazu preiszugeben. Ob es euch gefällt oder nicht, sei dahingestellt, aber ich persönlich hätte die Strafe dafür bezahlt, aus Prinzip einfach, wenn Tanzverbot diesen Pavian in die Fresse gehauen hätte. Und ich will nicht dazu aufrufen, dass man sich prügelt, wenn man irgendwo nicht zufrieden ist, aber wenn ich auf so einem Event bin und zu meinem Platz möchte, und ich habe an dem Tag schon 500 Fotos gemacht, 300 Autogramme und. Weil natürlich viele von den Content-Creatern in der Größe haben das unter anderem den Fans zu verdanken. Aber die waren ja nun mal da aus privaten Sachen und haben sich trotzdem Zeit genommen. Und wenn ich als Content-Creator so angesabbelt werde und dann beleidigt werde und dann auch angegriffen werde von dem, das kommt auch noch dazu, ja, dann würde ich dem in der Sekunde irgendwann, wenn er mir auch wirklich zu nahe kommt, einfach eine knallen. Es ist kein Aufruf zur Gewalt, aber viele Leute verstehen es nicht mehr anders. Und wäre die Security nicht da gewesen und hätten diesen Idioten rausbefördert, wäre es, glaube ich, auch noch eskaliert, weil die waren da so ein bisschen separat. Da waren jetzt nicht 100 Leute, die direkt drumherum gestanden haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was Tanzverbot da gemacht hat, dass er sich immer noch im Griff hatte, ob er ihn jetzt beleidigt hat oder nicht, ist völlig egal. Ist wirklich völlig egal. Hat richtig Respekt verdient und soll auch so ein bisschen Aufruf von mir sein, dass vielleicht einige Leute nochmal über ihre Rolle als Zuschauer oder Fan nachdenken. Gestern Nacht saß ich nach meinem Stream entspannt im Bett und habe noch eine halbe Stunde Kaiser zugeguckt. Und Kaiser hat, ich glaube, seine letzte Solo-Runde in Rebirth gespielt. Und da war so ein Jockel, der ihm seit Wochen hinterher joint, Indie-Games, Stream-Sniped und sich daraus einen Spaß macht. Wisst ihr, viele Leute schauen sich Streams an, so wie ich, weil ihnen das gefällt. Und ich streame, weil ich weiß, dass ich Zuschauer habe, die da gerne zugucken. Und ich verschicke Shaker, ich unterschreibe das, alles Mögliche. Mich freut das auch. Und es ist auch eine Ehre, dass Leute wegen einem selbst zuschauen. Das weiß jeder von den Jungs. Ob das Tanzverbot ist, Kaiser, Monte, was weiß ich was. Die wissen das irgendwo schon, Leute. Aber wenn ihr etwas wollt und jemand sagt euch Nein, dann habt ihr genau zwei Optionen. Ihr seid beleidigt, sagt Danke, haltet die Fresse und geht. Oder ihr sagt, hey, vielen Dank für die Zeit, schade, vielleicht später oder ein anderen Mal und geht.
Aber die Option, wenn euch gesagt wird, nein, jetzt nicht, zu beleidigen wie ein Pavian, der irgendwie mit Scheiße durch den Käfig wirft, ist absolutes No-Go. Deshalb, ich weiß gar nicht, warum ich da so lange drum herum geredet habe. Meiner Meinung nach hat Tanzverbot alles richtig gemacht und meiner Meinung nach muss man dick Respekt dafür zeigen, dass er ihm keine reingehauen hat. Er hat sich am Ende ja wirklich noch im Griff gehabt und ich kann nur hoffen, dass dieser Affenarsch, der da aus der Halle begleitet wurde, dass der eventuell in der Evolution zu anderen Leuten von uns aufschließt. Wenn nicht, werden wir ihn höchstwahrscheinlich irgendwann irgendwo in einem Zoo begutachten können, wie er mit anderen Affen Scheiße durch die Gegend wirft. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ich hab mir gedacht, so mal zwischendurch so ein bisschen Real Talk kann man ja mal reinknallen. Ich bin raus.